interessant, wie sieht's aus? Also man wird hier regelmäßig beschmunzelt. Manche lachen auch. Egal, ich find's geil. Immer diese E-Bike-Fahrer. Na, wo ist er denn hier? Hallo, Camping- und Outdoor-Freunde. Habe ich lange nicht mehr gebracht, den Spruch. Hä? Ja, aber heute passt das. Schaut mal her. Das da ist das weltweit kleinste vollwertige Faltfahrrad, was es gibt. Ah, ich muss noch eine Lenker ein bisschen hochstellen, habe ich vergessen. In Verbindung mit einem Burley-Anhänger. Das ist der Trolley oder so ähnlich heißt das Teil. Ja, kann man nämlich hier ein fettes Packraft mitschleppen. Das befindet sich hier in diesem Sack. Schwimmweste, Isomatte, Kameraausrüstung, ein bisschen was zu trinken. Und hier vorne an dieser Halterung kann man eine Packtasche befestigen. Da habe ich auch eine passende gefunden und da befindet sich meine Campingausrüstung. Den Rest schleppe ich bei mir im Rucksack mit, etwas zu essen. Warum ist es so feucht? Ist da was ausgelaufen? Ja, ansonsten habe ich bestimmt wieder irgendwas vergessen. Macht aber nichts. Wir fahren jetzt hier von Naumburg, Blütengrund, da ist ein Campingplatz, da in der Ferne irgendwo, fahren wir jetzt Richtung da, Westen. Unstrut nennt sich der Fluss. Da habe ich mir jetzt eine Komoot-Strecke rausgesucht und da fahren wir einfach mal drauf los. Gucken mal, wie weit wir kommen. Jetzt ist es 13.16 Uhr und dann habe ich vor, die Nacht im Biwaksack draußen zu schlafen und morgen mit dem Packraft die Tour zurück. Viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe vorhin schon mal eine ganz kurze Testfahrt gemacht. Wenige hundert Meter. Also erwartet nicht so viel. Ich hoffe, ich falle nicht hin. Erstmal entstehen. Airbus fuhr sich erstaunlich gut. Besser als ohne Gepäck, hatte ich das Gefühl. So, auf geht's. Oh, jawohl. Ja. Jetzt rechts. Ja, ich habe hier mein Handy als Navigation. Komoot. Folge dem Weg 350 Meter. Ja, ich fühle mich hier voll sicher auf diesem Teil. Es macht jetzt schon Spaß. Ich werde auch immer mal wieder ein paar externe Fahrszenen machen. Also ich sage euch, dieses Gespann, mein Bauchgefühl sagt mir, besser geht nicht. Ideal. Solange es nicht wirklich bergauf geht, weil dann wird es wahrscheinlich schwierig und ich werde wohl eher schieben müssen. Aber ich denke, hier so 20 Kilometer sollten heute drin sein. Insgesamt hab ich mir über 50 Kilometer berechnen lassen von Komoot. Das werde ich aber nicht fahren. Und hier vorne ist schon so eine Fährenüberfahrt. Ich glaube, die Fähre fährt gar nicht, bin mir nicht sicher. Aber ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite, weil hier ist auch die Unstrut irgendwo. Und deswegen fahre ich jetzt erstmal. Genau, sie sagt es. Rechts den Saale-Radweg, bis die nächste Brücke kommt und dann fahre ich wieder zurück. Und irgendwie muss ich ja dann auch den Berg da hinten hochkommen. Ach, na, ich lasse mich mal überraschen, wie das Ganze hier funktioniert. Und das alles ohne Motor. Morgen im Laufe des Tages werde ich genau an dieser Stelle hoffentlich heil und munter ankommen. So, jetzt geht es hier erstmal auf den Radweg, Saale-Radweg. Den kenne ich schon zum Teil. Und ich mache die Kamera wieder an, wenn ich auf der anderen Seite bin. Hi. Hi. Ich bin auf der anderen Seite. Da drüben bin ich gerade lang geradelt. Ja, bis jetzt geht es richtig gut, aber ich habe ja auch noch keinen Berg fahren müssen. Wahrscheinlich ja erst 1 Kilometer oder so, 1,7 bin ich gefahren. Ja, stellt euch vor, ich müsste das laufen. Oh, da wäre ich ja nicht mal ansatzweise so weit jetzt. Ich fahre ja relativ zügig. Zwar im zweiten Gang, nicht im ersten. Hier ist es übrigens umgedreht, ne? Dritter ist schnell treten und zweite langsamer. Ja, ist das cool. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nee, ehrlich gesagt habe ich es mir komplizierter vorgestellt. Dass das so einfach fährt, das ist ja echt die Wucht. Hallo. Und wenn ich dann noch so schöne Wege vor mir habe hier, wie dieser Weg. Toll. Und die Aussicht darüber in die Weinberge. Und wie sieht's aus? Also man wird hier regelmäßig beschmunzelt. Manche lachen auch.
egal. Ich find's geil. Ja, aber anstrengend. Und da geht's noch nicht mal bergauf. Naja, ich bin's halt nicht gewohnt, ohne Motor zu fahren. Oh, hier vorne wird's auch wieder schön. Oh, herrlich. Und ich fahre übrigens mit einer Hand. Das ist bei dem Fahrrad auch nicht selbstverständlich. Wunderschön. Dankeschön. Bin ich ja nicht weit gekommen. 100 Meter vom Ziel. Das ist jetzt die andere Seite von der Saale. Und ich glaube, die Fähre fährt sogar. Mensch, aber so hatte ich ja wenigstens gleich mal eine Eingewöhnung. So, jetzt geht es irgendwie rechts und dann kann es sein, dass ich dann irgendwie 80 Meter rechts und Blütengrund folgen. Den Berg dann hoch muss oder so. Aber die Unstrut geht ja auch nicht im Berg hoch. Vielleicht habe ich ja Glück. In 40 Meter rechts auf Blütengrund. Ja, da ist die Fähre. Aha. Gut, gut zu wissen. Naja, jetzt fahre ich erstmal hier den Weg weiter. Wenn irgendwas Spannendes passiert, mache ich die Kamera wieder an. Und ich dachte schon, hier geht's nicht weiter. Aber siehe da, man hat an die Radfahrer gedacht. Das Fahrrad ist ja nur bedingt offroadfähig. Bis jetzt konnte ich allerdings überall langfahren. Ihr seht ja hier, ja, geht. Wunderschön hier. Aber bisher hatte ich Glück mit den Steigungen. Hier geht es mal kurz 3% ungefähr gefühlt hoch. Oh, das kriege ich gerade so hin. Ich bin echt verwöhnt mit meinen E-Bikes. Ja, wie es aussieht, bin ich jetzt auf einer Landstraße und habe schon satte, ich sehe es gerade nicht, aber locker 10 Kilometer hinter mir. Okay, es sind nur 8,5. Fühlt sich an wie 10. Weiter geht's. Wir sind an einer Schleuse, da muss ich ja dann auch durch, also hier rechts irgendwie, jetzt rechts halten. Notfalls aussteigen. 90 Meter rechts abbiegen auf Nebenstraße. Unterwegs erwarten mich, glaube ich, um die 3 Schleusen, je nachdem wie weit ich fahre. So, jetzt bin ich wieder an der Unstrut direkt, oder? Ja, jetzt hier, das ist die Unstrut. Kreuzung rechts abbiegen auf Nebenstraße. Hier ein bisschen links und dann wieder rechts. Oder? Passt das? Ja. Jetzt geht's hier durch diese. Ah, oh, ist das toll. Gartenanlage rechts und links. Folge dem Weg 1,3 Kilometer. Gibt's immer was zu gucken? Hallo? Na, guckt mal hier, Hühner, wie in der freien Wildbahn. Sieht man mir an, dass ich ein klein wenig schwitze, obwohl es wirklich nicht sehr berghoch geht, aber immerhin, ich weiß gar nicht wie viel Kilogramm. Ich bin ja auch nicht der Leichteste mit, glaube 85 und mein Gepäck hat nochmal, der Anhänger glaube ich 10 oder so, Heckkraft 5 oder 6, mit Paddel 7, da läppert sich. Vorne noch die Ausrüstung. Als Gepäck habe ich locker 25 Kilo dabei. Ich selber 85, könnt ihr euch ausrechnen. Na, und das Fahrrad liegt ja auch so um die 10 Kilo. So, jetzt bin ich hier am Ausgang dieser Gartenanlage. Zum Glück habe ich keinen Fahrradwohnwagen dabei. Obwohl, hier sind ja Poller-Schlüssel, also man kann das hier aufmachen. Herrlich, herrlich.
man müsste öfters Zeit haben für sowas. Da hinten ist eine Burg oder ein Schloss. Die Tonaufnahme könnte manchmal bei diesen Aufnahmen etwas schlechter sein. Ich filme gerade mit der InstaGo 2, wem es interessiert. Da vorne geht es über die Brücke, da können wir uns gleich mal die Unstrut anschauen. Jetzt gleich. Hier ist doch nicht etwa schon wieder ein Wehr. Doch. Da ist ja ein Ding. Oh, hier geht es kurz hoch. Na, da gucken wir mal hier. Ich glaube, wenn ich dann da oben komme, also da hinten, dann muss ich einfach weiter paddeln. Komme ich dann da vorne wieder raus irgendwo. Spannend hier. Nee, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, war auch Käse. Wo geht es denn hier überhaupt lang? Aber guck mal, ich fahre über Kopfsteinpflaster. Und selbst das funktioniert. Und es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also der Sattel hinten, das wirkt wie gefedert aufgrund der allgemeinen Konstruktion. Und ich habe ja auch den breiteren Sattel jetzt drauf. Den habe ich mir noch schicken lassen. Es gibt zwei Varianten, so einen schmalen und so einen breiten, und der breite ist deutlich besser. Und hier vorne, die Hörner habe ich auch dran. 130 Meter links abbiegen auf Weg. Was hast du gesagt? Naja, irgendwie links, glaube ich. In 40 Meter geradeaus. Danach in 60 Meter links abbiegen. Also ihr seht das jetzt nicht, aber ich fahre die ganze Zeit hier so bergauf, ne? Oh ne, ich muss da noch nicht da vorne. Was? Da vorne? Oh. Ich muss hier vorne. Doch, also ich muss nicht da vorne hoch. In 40 Meter links, oh, auf Weg. Ich muss hier vorne links. Naja, vorne wäre ich abgestiegen, wenn es geradeaus hochgehen würde. Aber hier links, oh, sensationell. Oh, guckt euch das mal an. Wie genial ist das denn? Herrlich! Folge wow! 4 Kilometer. Geil hier mit dieser Kurve! Say anything, but it could mean everything. 'Cause you said it to the right person, and they needed the compliment. But isn't it sickening? You could say you're in love with them, but it won't mean anything at all. But that's not your fault. Life's funny like that. You lose one thing, get another one back. You thought you knew, but it wasn't a fact. Know them your whole life. There's no meaning, but like in the best of ways, you could go 100 days without really doing anything and still have the right to say, I'm so incredible, oh yeah, I'm lovable, 'cause it's not in the performance, no, there's nothing that you hold, I'm so, feel no need to explain, I'll say it all again, now you don't have to show them. So frustrating, can't take yourself out the equation. Can't wait longer than your own patience. Can't wait longer. Immer diese E-Bike-Fahrer. Aber so viel schneller sind die auch nicht. Ich fahre gerade, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall über 15 km/h im Durchschnitt. Wir werden es dann bei der Komoot-Auswertung sehen, wobei ich ja immer mal angehalten habe. Und ich schalte immer bloß den zweiten Gang. Ich habe ja noch einen Gang. Ich könnte auch noch viel schneller fahren. Wenn es ein bisschen bergab geht, umhole ich die zwei. Ja, aber ich schwitze ja, wie gesagt. Ich darf es nicht übertreiben. Die Unstrut bei 12,6 Kilometer, wobei die ersten zwei muss ich abziehen. Das war ja der Umweg.
Ihr seht, ich bin pulloverfrei. Der hängt jetzt hier vorne zum Durchlüften, weil ich schwitze leicht dezent. Und da es ja die Nacht kühler wird und ich keine Wechselsachen in dem Sinne dabei habe, macht es vielleicht Sinn, wenn ich nicht ganz so nass bin. Ja, also das macht so einen mega Spaß hier lang zu fahren. Natur pur um mich herum. Hier vor mir alles wunderschön. Ich denke, ich werde mindestens 20 Kilometer heute radeln. Ich habe ja noch jede Menge Zeit. Ich muss ja bedenken, mit dem Boot geht es morgen nicht ganz so schnell und ich muss ja die Strecke wieder zurück. Aber ich freue mich. Also ich freue mich mega auf die Bootstour. Das Fahrradfahren macht schon Spaß, aber die Kombination aus beiden ist halt das Besondere an der ganzen Sache. Genau mein Ding. Oh, hier geht es bestimmt 50% berghoch. Naja, vielleicht sind es auch bis 5. Aber ohne Motor ist das hier wirklich nicht ohne. Aber ich sehe da oben das Ziel vom Berg, hoffe ich. Das schaffe ich. Oh, da habe ich morgen Muskelkater. Natürlich war der Berg nicht zu Ende. Es geht aber nicht mehr so steil berghoch. Und das nächste, hallo, es fängt an zu nieseln. Hallo. Das bedeutet, oh, hier geradeaus, nee, oder? Das machen wir nicht. Also hier am Feldweg rein fahre ich nicht. Da muss ich auf jeden Fall schieben. Ich werde es einfach mal gefühlt links fahren, weil ja die Unstrut irgendwo links ist. Ich habe das halt mit Komoot einfach so hin und her geschoben, die Route, sodass sie annähernd an der Unstrut lang geht und nicht allzu große Umwege macht. Du hast die Tour verlassen. Ja, ich weiß. Automatisches Umplanen ist nicht aktiv. Nicht, das ist doof. Blick auf die Karte. Die Tour liegt hinter dir in 60 Meter. Macht nichts, ich finde das auch so. Ich gucke dann hier drauf und wenn ich die Unstrut wieder sehe, weiß ich ja, ich bin auf Kurs. Spielt ja keine Rolle, wo ich lang fahre. Oh, und dieser Regen war angekündigt. Naja, jetzt werde ich doch nass. Halt nicht durch Schwitzen, sondern durch Wasser von oben. Regenjacke habe ich dabei. Aber so doll regnet es noch nicht. Und wenn ich die anziehe, dann bin ich ja gleich wieder durchgeschwitzt. Ist eigentlich egal wie. Ja. Und wo ist sie denn, die Unstrut? Mal ja kleiner stellen. Ach, da links. Ja, das haut hin. Das ist gut. Hier vorne geht es wieder dezent konstant berghoch. Aber ich fahre ja auch dem Fluss bergauf entgegen. Ist ja logisch. Na gut, dann bezwinge ich mal hier vorne diesen steilen Berg. Mit satten 15 km/h. Habe ich eine Fliege im Auge. Ständig fliegen mir Fliegen ins Gesicht. So die kleinen. Kommen ja von den Hühnern oder so, von den Kühen, die ich teilweise gesehen habe. Oh, ich fahre mit einer Hand hier diese Klippe hoch vor mir. Ich muss ja üben. Wisst ihr für was? Erstmal ist mal das Auto vorbei. Stoneman. Jawohl. Wollte ich ja dieses Jahr auch fahren. Wo ist die Zeit hin? Aber ich habe mir überlegt, es rennt nicht weg. Ich trainiere vorher noch ordentlich. Das gehört jetzt dazu. Guckt euch das an, jetzt geht es hier wieder ein bisschen bergab und dann wieder berghoch. Und hier links die Unstrut. Geil, geil. Irgendwo in der Ferne werde ich dann wahrscheinlich mein Lager aufschlagen. Wenn es denn noch doller regnet, macht nämlich keinen Sinn, bei Regen weiterzufahren. Ich habe es morgen noch genug feucht von unten. Jetzt geht es ja bergab, guckt mal. Yeah, ausruhen ist angesagt. Das mit einer Hand hier. Jetzt werden wieder die ersten Kommentare kommen, ohne Helm. Jawohl. Und wieder geht's berghoch. Und der nächste Berg ist bezwungen. Und der Dank ist diese Aussicht. Wunderschön. In die Richtung nicht so. Naja, gut. Wie viel habe ich denn jetzt weg? Bestimmt schon. Oh, 17 Kilometer. Naja, mindestens 3 fahre ich noch. Gut, hier vorne geht es erstmal wieder ein bisschen bergab. Und dann scheinbar über die Unstrut, da ist eine Brücke. Oh, ist das schön. Selbst wenn man mal sich richtig trainiert, mir macht das Spaß.
Was ist denn jetzt hier? Fahrradfahrer rechts rum, Umleitung. Oh nee, oder? Aber guck doch mal, wenn ich jetzt hier links fahre, steht auf einmal Fahrradfahrer geradeaus, Umleitung. Das soll jetzt mal jemand verstehen. Ich soll aber jetzt hier rechts fahren. Wegen diesem blöden Bagger hier, ne? Kann ich hier nicht rechts fahren. Aber ich kann doch rechts fahren. Aber wisst ihr, warum ich jetzt trotzdem noch mal geradeaus fahre? Ich will hier vorne mal das Wehr anschauen. Da gibt es nämlich ein Wehr. Und das war auch ein bisschen kompliziert bei Google. Schauen wir uns an und dann fahren wir hier wieder zurück. So, jetzt sind wir hier an der Brücke, an den Wehr. Also hier rechts sieht es schon mal so aus. Und links so. Ja, jetzt weiß ich genauso wie vorher. Wo geht man denn hier raus? Und das ist ja ein Ding. Hier ist ja auch noch ein Stückchen Fluss. Mit einer ordentlichen Strömung, kurz vorm Wehr. Ja, ich denke mal, da vorne ist ein Steg. Und da kann man vielleicht raus. Man muss irgendwie hier vorbei. Weil hier kommt man ja nicht rein. Ne? Ja, das wird ja wieder spaßig. Ich glaube, ich lasse mich einfach überraschen, indem ich dann hier lang laufe, wenn ich dann hier mit dem Boot ankomme. Weil hier, das ist auf jeden Fall alles nicht befahrbar. Also so schlimm ist das jetzt hier nicht, die Kante, aber naja, ich traue mich nicht. Immerhin habe ich ein Fahrrad dabei. Und wenn ich hier links, wo der Angler sitzt, ey, der hat das, mache ich. Guckt mal, da wo der Angler sitzt, da ist eine Rampe. Das ist geil. Da kann ich ja hier drüben raus. Genau, das merke ich mir. Und dann komme ich hier wieder rein. Gut. Also ich weiß ja nicht, da ist eigentlich alles frei. Ne? Nur der Bagger steht halt im Weg. Könnte man vorbeilaufen, vorsichtig. Ich darf da nicht lang. Ich wurde verscheucht. Ich muss jetzt hier diesen Berg mich hochquälen. Und dann irgendwie wieder zurück auf diesen Weg finden. Aber ich will mal nicht fluchen. Bisher lief ja alles reibungslos. Oh, und da oben ist das, der Berg am Ende. Zum Glück, weil lange halte ich das hier auf dem Fahrrad nicht aus. Immer so höchstens 200, 300 Meter bei dieser Steigung. Oh, ich hatte sogar Glück. Guck mal. Es war eine Abkürzung. Ich habe ja, wie gesagt, die Tour an der Unstrut entlang geplant, um die einzusehen. Und wenn ich hier lang fahre, ist es sogar etwas kürzer. Oh, schön, jetzt geht es wieder bergab. Mit Kopfsteinpflaster am Ende. Erstmal ausruhen hier. Geht wieder berghoch. Mit einem E-Bike wäre mir das hier egal. Das würde ich gar nicht merken, dass es berghoch geht. Und schon bin ich wieder auf einem wunderschönen Radweg mit Aussicht. Die Berg auf der einen Seite, Gras auf der anderen Seite. Was will man mehr? Und Regen von oben. Oh, also langsam fühle ich mich ja wirklich wie im Gebirge hier. Guckt mal hier rechts. Voll die Felsformation. Und hier links die Unstrut. Ja, und ich habe jetzt hier meine 20 Kilometer schon geschafft. Werde aber noch weiterfahren, weil wir haben sie erst. Wie spät? Um 3 fast. Ja, was soll ich jetzt machen die ganze Zeit? Ich fahre zu schnell. Naja, fahren wir halt noch ein bisschen. Ich habe gerade was entdeckt. Also da sind wir gerade welche mit dem Boot vorbei und da hinten sieht aus wie so ein Biwakplatz, seht ihr das? Mit Mülleimer. Das wäre natürlich geil hier, ne? Direkt die Unstrut und hier Dorndorfer Rappental. Rappental, das ist sächsisch. Ja, vielleicht halte ich mal hier an und guck mal, was das hier so ist. Das gehört vielleicht hier dazu. Guck mal hier, frischer, federweißer Spechtkuchen. Aha, das klingt gut. Ich habe gefühlt hunderte Fliegen im Auge. Ich bin jetzt hier direkt an diesem Biwakplatz. Ups, Fahrrad steht da hinten, glaubt bestimmt keiner. Oh, geil! Das wäre hier perfekt zum Ablegen morgen. Also besser kann ich mir das bald gar nicht vorstellen. Bootsanlage Margareta Charlotte. Ist das hier sicher, dass ich jetzt reinfalle?
Ey, echt genial. Betreten auf eigene Gefahr. Na gut, hier ist sogar eine Treppe. Ich glaube, hier will ich bleiben. Ich werde jetzt mal da hochschauen und frage mal nach. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Quickle-Gespann mit so einem Anhänger schiebt, weil das ja bewegt sich ja hier, ne? Also hier ist so ein Griff perfekt zum Schieben geeignet. Und dann die andere Hand hier und dann geht's los. Und dann kann man selbst hier solche steilen Berge hochschieben. Genial. Hier geht es ja mal richtig steil hoch. Also hier kann ich definitiv nicht fahren. Ich habe die perfekte Location zum Kaffee trinken gefunden, zumal es ja auch 15 Uhr ist. Perfektes Timing, perfekte Location. Nur meine Kinder fehlen. Hier ist sogar ein Sandkasten und besonders cool finde ich hier diese Rutsche. Da hätte ich ja glatt Bock selber mal zu rutschen. Die sieht ja aus wie selbst gebaut. Wie haben sie denn das gemacht? Irgendwelche Rohre. Und dann hier, weiß ich nicht. Cool. Ah, da sehe ich schon den Kaffeeausgabebereich. Guckt euch das mal an hier. Guckt mal. Genial. Also das mache ich bei YouTube, ja. Das ist Werbung für euch. Ist okay. Ist okay, ja. Das ist natürlich nicht alles in Ordnung, weil heute hat es gerechnet. Das ist nicht in Ordnung. Für mich sieht das perfekt aus hier bei euch. Wo bin ich jetzt hier genau? Kurz aus Schankboll. Nochmal Guts aus Schankboll. Guts aus Schankboll, direkt an der Unstrut. Genau. Und der Ort, der nächste hier? Laura. Laura. Beziehungsweise Burgscheidung in die andere Richtung. Aha, gut. Dann möchte ich hiermit mal ein Stückchen Kuchen und einen Kaffee bestellen. Dann machen wir das. Freue ich mich. Ja, also ihr habt gehört, wenn ihr hier mal auf der Unstrut unterwegs seid, macht es Sinn, hier an diesem genialen Steg mal auszusteigen, um hier ein Kaffeepäuschen einzulegen. Ja, die haben sich ja richtig Mühe gegeben. Also ich mag das total, wenn das so schön dekoriert ist, hier mit diesem Wein. Cool, cool. Und da hinten wäre jetzt der Biwakplatz. Muss ich jetzt mal vorsichtig fragen, ob ich den noch nutzen darf. Ja, kaum sitze ich hier, werde ich angesprochen. Schon meine ersten Freunde hier. Neuen Freunde kennengelernt. Wer bist du? Hallo, Ingo aus Zwickau. Ingo mit Frau? Corinna. Corinna. Ja, haben wir schon nette Gespräche hier geführt. Und es regnet die ganze Zeit. Leider. Ihr seid auch Radreisende, ja? Ja. Ja, und ich habe schon erfahren, ich darf heute hier mit meinem Biwakzelt übernachten. Das gehört somit hier dazu, habe ich mir schon fast denken können. Ja, ich werde jetzt quasi die Zeit hier totschlagen, noch bis es dunkel wird und dann mein Zelt aufschlagen und dann geht es weiter unten am Fluss. Jetzt habe ich hier noch diese Hörnertiere entdeckt, als wir im Serengeti-Park waren. Oh, die haben ja Angst vor mir, schade, schade. Ja, als ich im Serengeti-Park war mit meinen Kindern, haben die immer gesagt Hörnertiere. Was mich hier auch sehr interessiert, ist diese Rutsche. Denn ich will ja bei mir im Halloween-Parcours auch so eine Rutsche hinbauen. Und das ist ja natürlich geil. Guckt euch mal diese lange Rutsche an. Wenn das jetzt hier nicht nass wäre, würde ich doch tatsächlich mal runterrutschen. Muss ich mich gleich mal schlau machen, wie der die jetzt hier gebaut hat. Wenn ihr euch auskennt mit solchen Rohren, das sind ja hier so Rohre, wo man die herbekommt, ja, brauche ich das nicht selber bauen. Mein Gespann steht jetzt hier auch sicher, vor Regen geschützt. Fällt kaum auf, so klein ist das. Und was auch sehr sehenswert ist hier, die ganze Dekoration. Wo hast du denn das her? Das hat, da fällt der Name nicht ein. Hobbyschlosser gebaut. In Laura. Ein Hobbyschlosser hat es gebaut. Gut, ja, auf jeden Fall perfekt für meinen Halloween-Gruselparcours, den ich bei mir zu Hause habe. Und hier die ganzen Schnitzereien, wo gibt es die? Das hat Zimmermann aus Laura gebaut. Zimmermann, ja. Ups, Uwe Zimmer. Hinz. Uwe Hinz aus Laura. Und, ja. Ey, das ist ja so schön hier. Da steckt wirklich sehr viel Liebe dahinter, ne? Das stimmt. Gut, das ist jetzt hier nicht jugendfrei. Aber es würde sich da mal viel Mühe gegeben. Ja, ganz jugendfrei. Ja, gut, das ist halt detailliert, ne? Ja, für YouTube meine ich, muss ich das wieder verpixeln hier, wenn ich solche Sachen zeige. Dann müsst ihr da rummachen. Obwohl, das ist ja Kunst, ne? Ich glaube, das geht noch durch. Aber hier, der Tisch, ist das nicht cool? Also, das gibt es nur einmal, ne? Bei dir hier. Ja, denke ich. Und das ist der freundliche, sag mal, Gastwirt, oder? Ja, können wir sagen, ne? Bei dir gibt es ja auch Wein, ne? Nur Wein. Also nicht nur Wein, aber wir sind halt ein Gutsausschank und da ist hauptsächlich Wein. Hauptsächlich Wein, okay. Und von den Weintrauben da aus ja, dem Ja, genau, hier aus dem Berg, also nicht nur aus dem, sondern aus dem Rappental hier, von die ganze Region lang. Also ihr macht den Wein selbst?
Also wir machen den Berg, die Familie Boll macht den Berg und den Keller macht das Weingut Bayer in Donndorf. So ein kleines Weingut. Interessant. Und wir haben ja schon mal jemand. Und hat es geschmeckt? Oh, sehr lecker. Kannst du empfehlen? Klar. Ja, so schnell wie das Glas leer war, also ich war Zeuge, ne? Okay, na dann, regnet wieder. Oder es hört wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Nee, naja, macht ja nichts. Notfalls baue ich meinen Biwaksack hier im Trocknen auf und dann trage ich ihn dahin. Das passt schon. Prost. Ah, hier gibt es nochmal eine schöne Kartoffelsuppe mit Würstchen. Auch mit Liebe zubereitet. Alles selbst gemacht, hat er gesagt. Und äußerst nett. Ich habe gerade das Angebot bekommen, ich könnte auch hier oben meinen Biwaksack hin tun. Ich überlege, ob ich das mache. Eigentlich ist es cooler direkt unten am Wasser, aber es regnet halt die ganze Zeit, ne? Naja, ihr werdet es ja dann sehen. Ich esse erstmal die Suppe. Es geht jetzt Richtung 17 Uhr. In einer Stunde wird es dunkel. Bis dahin habe ich es dann aufgebaut. Mmh. Oh. Also so muss eine Suppe aussehen. Ihr guckt euch das an. Ja, schön, deftig. Mmh. Schmeckt doch wirklich gut. Also sehr zu empfehlen hier. Und ich krieg das nicht bezahlt. Habe ich sogar alles bezahlt, ja. Top. Noch nicht mal 6:30 und es wird schon dunkel. Liegt aber an den Regenwolken, würde ich sagen, weil es regnet ja hier nonstop. Und das ist auch der Grund, warum ich mich tatsächlich dafür entschieden habe, meinen Biwaksack hier unter diesem Dach aufzubauen. Abgesehen davon finde ich es hier deutlich cooler, weil draußen irgendwo auf der Wiese am Fluss kann ich ja sonst auch noch übernachten. Aber hier unter diesem Dach, das ist so ein einmaliges Angebot, welches ich jetzt hier nutzen möchte. Und ich hätte jetzt auch diese Aussicht, da unten habe ich die nicht. Also wenn ich jetzt hier oben sitze, mache ich nämlich schon die ganze Zeit und ich gucke hier nach vorn, dann habe ich hier so eine richtig geile Aussicht. Also es ist wirklich wie ein Sechsraum-Lotto hier. Dass ich das, ohne dass ich das vorher wusste, hier finde, einfach mal so. Und hier dieses Dach. Also das stürzt ganz sicher nicht ein. Bei diesen massiven Trägern oder Bäumen sind das ja. Ja, hier steht das Quickle. Übelst geil. Ich finde das cool. Wie hättest du dich denn entschieden, wenn du die Wahl gehabt hättest zwischen Biwakplatz direkt da unten im Regen oder hier oben im Trocknen? Würde mich mal interessieren. Schreib es doch in die Kommentare. Ja, dieser Biwakplatz, also der gehört schon hier dazu, hat er gesagt. Da ist auch so ein Steg, habt ihr ja gesehen. Aber die Wiese an sich, das ist städtisches Gelände. Und ich habe gesehen, am Wegesrand war hier so ein Schild. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Ich blende das mal hier ein, ob das Schild sowas wie ein Naturschutzgebietsschild ist. Stand jetzt nicht direkt drauf, also Naturschutzgebietschilder sehen eigentlich anders aus. Aber vielleicht kennst du dich ja besser damit aus, weil im Naturschutzgebiet darfst du natürlich überhaupt nicht draußen schlafen oder irgendwie, ja, campieren. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Er hat zwar gesagt, da passiert nichts, kannst ruhig auch da stehen. Alternativ, ich hätte ja noch eine dritte Möglichkeit, hätte ich auch direkt hier hinter dem Zaun, da unten ist der Zaun zu diesem Gelände, da ist auch eine Wiese, hätte ich da auch schlafen können. Also man muss halt nur freundlich fragen. Und ich habe mich übrigens auch nicht nur bedankt, indem ich hier zweimal gegessen habe, sondern ich habe noch ein saftiges Trinkgeld da gelassen. Ja? Hat er gesagt, was? Muss doch nicht sein. Ich sage, doch, geben und nehmen. Ihr kennt das Spiel, ja? Ich freue mich dabei sowas. Wenn mir jemand sowas anbietet, dann wird das natürlich auch gewürdigt. Ja, jetzt werde ich die Kamera ausmachen, das Video auch an der Stelle beenden. Es gibt dann in Teil 2, da geht es dann morgen weiter, morgen früh. Da hatte ich das Ganze mal hier mit der Drohne noch erkunden und dann geht's los. Packraft Tour, 22 Kilometer ungefähr. Ich bin ja gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Auf jeden Fall ein bisschen länger als heute mit dem Fahrrad. Danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.